Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kollegen Abgeordnete, meine Damen und Herren. Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum, insbesondere in Ballungsräumen, ist derzeit in aller Munde und beschäftigt Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gleichermaßen. Schon vor der unverantwortlich hohen, unkontrollierten Massenzuwanderung des letzten Jahres gab es eine erhebliche Anspannung auf dem hiesigen Wohnungsmarkt. Die war schon lange spürbar. Etwas weniger in den ländlichen Regionen, in den Ballungsräumen ganz besonders. Ich denke, dass alle Mitglieder des Hohen Hauses, wenn sie der Realität noch nicht völlig enthoben sind, von den Realitäten dort draußen genug wissen, Menschen kennen aus dem Familien- und Freundeskreis, die zum Teil händeringend nach einer neuen Bleibe suchen. Das reicht vom Erstsemester, der in aller Regel größte Schwierigkeiten hat, irgendeine universitätsnahe Unterkunft zu finden. Und das geht über Familien, denen wegen Eigenbedarfs gekündigt wurde, die vielleicht schlicht mehr Platz brauchen, weil sie noch ein oder zwei Kinder mehr haben. Nebenbei, letzteres ist natürlich eigentlich eine erfreuliche Tatsache, die von der Politik aber viel zu lange stiefmütterlich behandelt wurde. Man hat das Geld eben weniger in sinnvolle Sozialpolitik, auch in Wohnungsbau gesteckt und stattdessen in pseudowissenschaftliche Genderprojekte, um über die gesicherte Erkenntnis verfügen zu können, dass es mehr als 60 Geschlechter gibt. Aber das ist nicht unser Thema jetzt hier. Das Thema ist, dass wir ein völlig aus dem Ruder gelaufenes Verhältnis von Angebot und Nachfrage von Wohnraum in Baden-Württemberg haben. Und das ist nun wahrlich nicht vom Himmel gefallen. Das war für jeden, der mit offenen Augen und Ohren durchs Leben geht, offensichtlich. Es war also klar, dass die aktuelle Zahl von 30.000 fertiggestellten Wohnungen pro Jahr nicht ausreichen wird. Und auch der Anstieg auf 33.000 Wohnungen im letzten Jahr ist letztlich nicht mehr als der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Und nochmals, ich spreche jetzt nur von der Lage, die sich bis zur Grenzöffnung durch Frau Merkel und Herrn Gabriel ergab. Die geschlossenen Grenzen erleben wir alle. Sie haben Vorstellungen von geschlossenen Grenzen, die nicht unseren entsprechen, lieber Kollege. Allein diese Situation hätte verantwortungsvolle Politiker in Bund und Ländern entschlossen die notwendigen Maßnahmen ergreifen lassen müssen. Und notwendig, meine Damen und Herren, notwendig im Wortsinn wäre so manches gewesen. Das allerletzte aber, was die entstandene Not hätte lindern können, ja was diese sogar noch verschärft hat, sind immer weiterreichende Interventionen in den Wohnungsmarkt. In der sozialen Marktwirtschaft soll der Staat faire Rahmenbedingungen für funktionierenden Wettbewerb garantieren. Was er unterlassen soll, sind ständige Verschärfungen dieser Spielregeln. Insbesondere, wissen Sie, das ist diese gewaltige grüne Gutmenschengängelung, die wir da erleben, die enorm kostentreibend ist. Insbesondere die gestiegenen Energiesparauflagen und kommunale Vorgaben, beispielsweise für Stellplätze, haben die Baukosten in den vergangenen Jahren massiv nach oben getrieben. So schlägt etwa ein Mehrfamilienhaus, das mit den hohen gesetzlichen Energiesparauflagen der Erneuerbare Energienverordnung ab 2016 gebaut wird, mittlerweile mit Baukosten von 2422 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche zu Buche. Soweit, Herr Kollege Wald, zu Ihrer absurden Behauptung, dass Bauen im Land Baden-Württemberg wäre preiswerter. Das grenzt schon an Realsatire, was Sie hier vertreten. Und dabei sind die Grundstückskosten noch nicht einmal berücksichtigt. Ja, meine Damen und Herren, manchmal hat die SPD auch recht. Und wie hat sie so schön im Landtagswahlkampf in Richtung des damaligen grünen Partners formuliert? Grüne Politik muss man sich erst mal leisten können. Und das gilt eben auch für den Wohnungsbau. Wissen Sie, die Wohlstandsgrünen hier vom Killesberg, die können das. Die vielen Menschen aber, die sich mit harter Arbeit ihr täglich Brot verdienen müssen, die können das, was ihnen da auferlegt wird, immer weniger. Es muss daher Schluss sein mit einer immer weiteren Verschärfung der Baunormen, bis den Bürgern irgendwann mal vollends die Luft abgeschnürt wird. Denn bezahlen müssen es am Ende immer die Bürger. Sei es über die direkten Baukosten als Eigentümer, sei es über viel zu hohe Kosten als Mieter. Wer sich also der ständig verschärfenden Verknappung von Wohnraum widmet und der wirklich etwas entgegensetzen möchte, meine Damen und Herren, der muss auch die Gängelung der Hauseigentümer durch interventionistische Verordnungen und Gesetze zu beenden bereit sein. Zudem braucht es eine deutliche Verbesserung der steuerlichen Abschreibungsbedingungen, um den Wohnungsbau wieder attraktiver zu machen. Es war eben ein Fehler, den damaligen § 7 Absatz 5 Einkommensteuergesetz bezüglich der degressiven Abschreibungsmöglichkeiten von Wohngebäuden einfach abzuschaffen. Das war nicht klug. Denn eines sollte
in einem marktwirtschaftlichen System doch wohl klar sein. Wohnraum sollte von privater Hand geschaffen werden, sei es als eigengenutzte Immobilie, sei es als zu vermietende Wohnung. Und was es zu vermeiden gilt, das sind die Bausünden vergangener Jahrzehnte, die unter dem Rubrum des sozialen Wohnungsbaus erfolgten, zu wiederholen. Genau so bildet man nämlich Ghettos, und das kann niemand wollen, und das ist auch nicht sozial. Nicht dauerhaft zementierte riesige Sozialbauten, sondern privatwirtschaftlich erstellte, überschaubare Einheiten, die für temporär wirklich Bedürftige mithilfe des guten sozialpolitischen Instrumentes Wohngeld erschwinglich werden, das muss das Ziel sein. Und wenn Sie uns hier vorwerfen, wir hätten keine Vorschläge, doch haben wir Wohngeld statt sozialer Wohnungsbau, kommunale Belegungsrechte für die ganz kritischen Fälle, denen auch mit Wohngeld nicht zu helfen ist, verbesserte Abschreibungsbedingungen, wie gerade skizziert. Das sind Ansätze, meine Damen und Herren, wie man der Wohnungsnot Herr werden kann. Und das sind unsere Vorstellungen für das Ganze. Dazu kommen wir jetzt zu der Masseneinwanderung. Womit wir nämlich bei den wirklich Bedürftigen wären. Davon hatten wir auch schon bis zum letzten Jahr wahrlich genug, ohne Masseneinwanderung. Durch die grundgesetzwidrige illegale Masseneinwanderung aber droht nun ein verheerender Verteilungskonflikt. Glaubt denn hier irgendjemand ernsthaft, dass die bedürftigen Einheimischen einfach so zusehen werden, wenn all die neu Eingeströmten ins Land von vorne bis hinten vom Staat, also von uns allen, versorgt werden, einschließlich Einquartierung mit teurem Wohnraum? Das ist so naiv wie absurd. Es wird, ob Sie das wollen oder nicht, es wird zu erheblichen Verteilungskonflikten kommen. Und nein, das ist kein Ausspielen verschiedener Gruppen gegeneinander, verehrte Frau Kollegin Bay. Nein, das ist es nicht, sondern es ist die logische Folge. Herr Kollege, es ist die logische Folge, dass eine Wohnung nur einmal vergeben werden kann. Und wir haben hier einfach eine Nutzungskonkurrenz, die durch die unkontrollierte Masseneinwanderung geschaffen wurde. Davor die Augen zu verschließen, heißt sich der Realität zu verweigern. Dieser Verteilungskonflikt existiert, ob es Ihnen nun gefällt oder nicht. Und Frau Nahles hat uns ja schon reinen Wein eingeschenkt. Sie hat ja gesagt, 90% der Neuankömmlinge werden dem Staat wohl dauerhaft auf der Tasche liegen. 90%. Unfassbar. Ja, wenn wir damit hinkommen. Eine Zuwanderung direkt in die sozialen Sicherungssysteme, das ist ja eigentlich das, was die Grünen sich wünschen. Das einschlägige Zitat von Frau Göring-Eckardt brauche ich hier nicht zu erwähnen, glaube ich. Die bejubelt ja, wenn Zuwanderer in die sozialen Sicherungssysteme einwandern und sagt, das müssten wir fördern. Und da wundert es dann auch nicht, dass seit der grünen Regierungsbeteiligung auch kaum mehr abgeschoben wird aus unserem Land. Wie anders ist es eigentlich zu erklären, dass in Baden-Württemberg über 36.000 abgelehnte Asylbewerber als geduldet verweilen dürfen, alles Leute, die Wohnraum beanspruchen, während es im größeren Nachbarland Bayern nur etwas über 9.000 sind? Darauf gibt es nur eine Antwort. Es ist offensichtlich politisch so gewollt. Sie von der grünen Regierungsbank wollen den Bürgern dieses Landes die Lasten ihrer ideologisch verblendeten Politik aufbürden. Aber seien Sie versichert, immer mehr Menschen sehen Tag für Tag in ihrem eigenen Umfeld, wie ihre weltfremde Politik krachend scheitert. Das ist übrigens das, was Ihnen den Schaum vor den Mund bringt, wenn wir dann Wahlerfolge feiern. Solange Sie diese Politik weitermachen, müssen wir eigentlich gar nicht viel tun, weil Ihre Politik so desaströs ist, dass das eine Zwangsläufigkeit ist. Doch, wir machen sehr viel. Wir machen sehr konkrete Vorschläge. Ich habe Ihnen ja gerade einige gemacht. Ich sage nochmal, Abschreibungsbedingungen, kommunale Belegungsrechte, Wohngeld. Das sind die Stellschrauben im Wohnungsmarkt. Und da wissen wir, wovon wir sprechen. Wir fordern Sie daher auf, kommen Sie endlich zur Besinnung. Die fleißigen Bürger dieses Landes haben es wahrlich verdient. Besten Dank.